Ja, hallo liebe Motorsportmagazin.com-Fans. Michael und ich melden uns wieder aus der Winterpause und heute wollen wir uns so ein bisschen dem Sorgenkind der MotoGP annehmen. Sorgenkind seit einigen Jahren schon. Wir sprechen von Aprilia. 2015 ist man eingestiegen. Seither hat man 6-mal in Serie den letzten Platz der Herstellerwertung belegt. Auch in dieser Saison ganz, ganz deutlich letzter geworden wieder. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Wo krankt es da? Was stimmt in dieser Firma, in diesem Konzern nicht? Was kann man ändern? Was wird sich ändern? Und was bedeutet das für die Zukunft von Aprilia? 38 WM-Titel hat diese Marke in der Motorrad-Weltmeisterschaft gewonnen, in den kleineren Klassen, 125er, 250er war es damals noch, 294 Rennsiege. Wie ist es möglich, dass Aprilia in der MotoGP einfach nicht auf Touren kommt? Da gibt es ein paar Bereiche, auf die wir schauen müssen. Grundsätzlich ist es vielleicht eine Frage der Struktur, der Politik bei Aprilia. Als man 2015 eingestiegen ist, hat man es anders gemacht als die Werksteams, die in den letzten Jahren sonst dazugekommen sind, als Suzuki, als KTM. Man hat nicht ein komplett neues Team gegründet, sondern man hat sich mit Gresini zusammengeschlossen. Gresini war zuvor ein Honda-Kundenteam und hat eben die Mannschaft von Fausto Gresini da als Einsatzteam installiert quasi. Ist es so ein bisschen sinnbildlich vielleicht dafür, wie Aprilia in der MotoGP ans Werk geht, so nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch, irgendwie so ein bisschen halbherzig? Ja, ich glaube, das nimmt schon viel vorweg. Man braucht ja nur vergleichen mit KTM und Suzuki, die zur gleichen Zeit gekommen sind. Die haben beide ein neues Werksteam aus dem Boden gestampft. Gerade KTM, also mit Pete Beirer habe ich da damals oft damit darüber gesprochen, wie er mit Mike Leitner sein Team aufgebaut hat. Die sind wirklich, die haben tagelang nichts anderes gemacht, als Headhunting zu betreiben und wirklich die besten Köpfe, Motorradkonstrukteure, Experten für Fahrwerke, Motoren und, sich zusammen gekauft, muss man auch sagen. Suzuki hat da im Konzern alles abgegriffen, was irgendwie noch Know-how hatte von ehemaligen Superbike- und MotoGP-Projekten. Und bei Aprilia, ja, da ist man, wie du sagst, halbherzig eigentlich an diese Sache herangegangen. Es ist ja heute noch pervers, dass Aleix Espargaró Best Independent Rider, manchmal als Best Independent Rider dort drinnen steht, weil die gar kein offizielles Factory Team sind, sondern Gresini Aprilia Racing Team dann irgendwie. Also das zeigt schon, dass da zu Beginn irgendwie das alles nur halbherzig passiert ist. Man hatte auch, ist ja diese erste Saison war mit so einem halben Superbike noch irgendwo, wo man den Marco Melandri wieder rausgefischt hat, der nach einem halben Jahr drauf gekommen ist, boah, ich bin zu alt für MotoGP, ich pack das alles schon gar nicht mehr. Und entsprechend, so wirkt es auch nach wie vor, muss man ganz ehrlich sagen, denn die sind eigentlich fast immer bei jedem Test, den sie machen, die letzten, die dann die neuen Teile irgendwie bringen. Aleix Espargaró hat das ja schon mehrfach kritisiert, dass da teilweise der erste Sepang-Test noch nicht mal mit dem Bike absolviert werden kann, das dann in Katar wenige Wochen später steht. Und ich glaube, das ist einfach stellvertretend dafür, dass man das, ja, dieses MotoGP-Projekt nicht so ganz ernst nimmt, wie man es nehmen müsste, damit man tatsächlich eine Chance auf die Podestplätze hat, denn auch KTM hat sich lange schwer getan. Aber jetzt, da dürfte Dani Pedrosa, dieser Testfahrer Dani Pedrosa, einfach so ein wichtiger Schlüssel dazu gewesen sein, dass man es jetzt tatsächlich geschafft hat, da auch und jetzt 5 siegfähige Hersteller hat und Aprilia da hinterher dümpelt, die ehrlich gesagt nicht mal Chance auf Top 5 Plätze haben. Diese ganze Halbherzigkeit, ein bisschen Unprofessionalität möchte man fast unterstellen, hat sich auch irgendwie dadurch gezeigt, dass in den ersten Jahren eigentlich ein Mann an der Spitze bei Aprilia das MotoGP-Projekt komplett alleine leiten musste. Das war Romano Alvesiano, der da quasi an allen Fronten kämpfen musste, an der politischen, auf der sportlichen Seite das Team irgendwie zusammenhalten musste. Also der hat da Aufgaben erfüllt, für die gibt es in anderen Teams 3 Leute. Und das alles bei einem Team, das gerade eben am Weg war, dieses Projekt erst aufzubauen. Man hat reagiert, man hat einen zweiten Mann geholt, Massimo Rivola ist gekommen von Ferrari aus der Formel 1, ganz erfahrener Mann dort. Der kümmert sich jetzt mehr um die politischen Belange, kann man sagen. Und Romano Alvesiano kann sich mehr auf das Technische konzentrieren.
Rivola, darf ich da kurz eingrätschen? Rivola ist ja dann auch gleich mit einem, ja, mit einer Formel 1-mäßigen Intrige gestartet im vergangenen Jahr. Wir erinnern uns alle, Katar, Ducati hatte diesen Cucchiaio, sagen die Italiener dazu, diesen schwingenden Spoiler haben es wir dann genannt, also dieses kleine Schaufel da unten dran an der Schwinge vor dem Hinterrad. Und das war ja dann so, angeblich ist es auf seinem Mist gewachsen, dass er das in die Gänge gebracht hat. Da wurde danach Einspruch erhoben und zwar hatten drei Ducati-Fahrer das drauf und da haben dann die unterschiedlichen Teams, die mitgemacht haben, haben jeweils einen anderen Fahrer beeinsprucht. Yamaha hat sich damals Noble zurückgehalten, aber Honda, KTM und Suzuki konnte Aprilia da auf seine Seite ziehen und damit hat er schon mal einen Einstand gefeiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war bis jetzt, was man so merkt, eigentlich sein größter Impact, denn sportlich ist da unter ihm noch nichts weitergegangen. Die Frage wollte ich dir gerade stellen. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass das jetzt sonderlich viel gebracht hat. Also ja, Romano Albesiano ist jetzt wahrscheinlich von gewissen Aufgaben befreit, nur in der Performance des Motorrads hat sich das bisher noch nicht niedergeschlagen. Kommen wir vielleicht zum Motorrad. Also du hast es vorhin schon angesprochen, begonnen hat die Aprilia RS GP eigentlich als ein Hybrid aus Superbike und MotoGP irgendwie. Auch das war schon sinnbildlich irgendwo, da ist man... Man wollte ja angeblich ein Jahr später einsteigen, dann hat aber Dornaboss Camilo Espeleta anscheinend mit freundlichem Nachdruck darauf hingewiesen, ihr steigt entweder 2015 oder ihr steigt gar nicht mehr ein in die MotoGP, dann hat man sich eben zum Einstieg entschlossen oder man wurde entschlossen. Ja, dieses halbherzige Motorrad stand dann mal da, dann im nächsten Jahr gab es den ersten richtigen Prototypen. Aber seither so richtig der große Durchbruch ist nie gekommen. Man hat das Motorrad immer wieder komplett umgedreht, immer wieder eine Revolution statt eine Evolution gemacht eigentlich, zum letzten Mal jetzt zur Saison 2020. Nur die großen Fortschritte sind ausgeblieben. Du hast vorhin schon angesprochen, die Motorräder sind oft zu spät gekommen. Man war oft erst bei den letzten Tests vor Saisonstart mit dem neuen Motorrad am Start, währenddessen andere Teams schon oft im Spätsommer, im Herbst die ersten Tests mitgefahren sind mit den neuen Motorrädern. Dementsprechend natürlich wieder ein Entwicklungsrückstand, man ist wieder hinten nachgelaufen. Für 2021 sind jetzt die Veränderungen beschränkt. Aprilia hat jetzt im November schon mit dem neuen Motorrad getestet in Jerez. Also man ist da jetzt mal deutlich früher dran als in den vergangenen Jahren. Wurde auch Zeit. Kann das den entscheidenden Unterschied machen? Kann das den Sprung nach vorne bedeuten für Aprilia? Naja, dieser technische Freeze hilft ihnen wahrscheinlich schon ein bisschen. Auch, dass sie jetzt das einzig verbliebene Concessions-Team sind. KTM ist herausgefallen, die dürfen jetzt nicht mehr unbeschränkt testen. KTM hat jetzt die gleichen Voraussetzungen quasi wie Suzuki, Honda, Ducati und. Das heißt, Aprilia sind jetzt die einzigen, die da Zugeständnisse haben, aber sie müssen das auf jeden Fall jetzt auch nutzen. Ich verstehe auch nicht, wieso sie das Jahr für Jahr nicht geschafft haben, zum ersten Test ein Motorrad hinzustellen. Die haben noch nie um eine WM gekämpft. Die sehen doch nach den ersten 5, 6 Rennen, okay, wir sind wieder so weit weg, mit diesem Motorrad werden wir wieder nicht aus Protest fahren, wenn nicht völliges Chaos irgendwie ausbricht. Und da muss man doch sämtliche Kräfte darauf schon setzen, dass das nächste besser wird. Da kann man in der Formel 1 heißt es dann oft so, eine Saison opfern für die nächste. Ja. Das müsste Aprilia seit Jahren machen. Und da das nicht gelingt oder gelingen mag, gibt es dort vielleicht intern in den Rennabteilungen irgendwelche Querelen oder Unzulänglichkeiten vielleicht sogar, dass die das einfach nicht hinbekommen. Es ist auch schwierig für Aprilia die Stellung in diesem Piaggio-Konzern. Der Piaggio-Konzern macht mit seinen Rollern und die Vespas, die ja vom Preis her völlig frech sind, also da muss ja eine Gewinnspanne drauf sein bei der Technik, dass ja die Kasse ordentlich klingelt. Aber Aprilia ist in diesem Piaggio-Konzern ein sehr, sehr kleiner Teil. Die versuchen ja auch immer wieder in diesem Superbike-Bereich für die Straße gut reinzukommen, tun sich da auch eher schwer, sind jetzt von den europäischen Herstellern, die in der MotoGP sind, auch deutlich der kleinste, haben aber diesen gigantischen Piaggio-Konzern hinter sich. Also vielleicht fehlt es da auch ganz oben
irgendwie an der nötigen Passion für dieses Projekt. Also einem Pierer von KTM zum Beispiel sieht man das einfach an. Der, wenn der über Honda spricht, mit dem sie sich in der Dakar duellieren und in der Motocross und im Supercross duellieren und jetzt auch endlich in der MotoGP duellieren, der ist richtig mit einem Herzblut dabei. Der sagt auch ganz offenkundig, wir stecken 45 Millionen pro Jahr da rein und diese Passion vermisse ich so ein bisschen bei Aprilia, wenn da die Konzern Posse von Piaggio immer wieder, wie wir sie auf der EICMA schon mal gesehen haben und so, immer wieder darüber reden, da vermisse ich so diesen letzten Nachtrag. Deswegen bin ich da auch skeptisch, dass da jetzt durch diesen Freeze so viel Vorteile für Aprilia sich ergeben. Denn ich meine, sie haben ja nach wie vor nicht den stärksten Motor. Das heißt, mit dem, was sie haben, müssen sie ja trotzdem auskommen und alles rundherum halt dann so verbessern, dass sie da aufholen können. Sehe ich kritisch. Also Aprilia muss näher rankommen nächstes Jahr. Noch so ein Jahr kann man sich nicht leisten, denn im Vergleich zum Vorjahr war es ein Rückschritt. Aber dass man jetzt plötzlich aufschließt und da um die Top 5 Plätze kämpfen kann, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ohne dass ich jetzt in die Computerprogramme bei den Ingenieuren reinschauen kann. Was man wohl sagen können, ist, dass die letzten Jahre die Fahrer, die auf der Aprilia gesessen sind, wohl eher nicht schuld dran waren, dass dieses Motorrad nicht erfolgreich war. 8 Stammfahrer gab es seit dem Wiedereinstieg 2015. Von denen sind mit Ausnahme von Sam Lowes, der in der MotoGP ja nur für Aprilia gefahren ist, nur dieses eine Jahr, sind alle anderen 7 Fahrer mit anderen Herstellern auf dem Podium gestanden. Ein Stefan Bradl, ein Alvaro Bautista und wie sie alle heißen. Ein Andrea Iannone zum Beispiel hat auf Ducati Rennen gewonnen. Ein Marco Melandri hat auf Honda mehrere Rennen gewonnen, war MotoGP Vize-Weltmeister. Also das sind alles Herren, die wissen, wie ein Motorrad funktioniert. Dennoch hat sich keiner von denen wirklich lange gehalten bei Aprilia und es war auch keiner mit der Aprilia wirklich erfolgreich. Jetzt stellt sich die Frage, man hat da durchaus talentierte, durchaus erfolgreiche, auch routinierte Fahrer gehabt bei Aprilia. Man hat sie geholt, man hat sie aber oft schnell wieder in die Wüste gejagt dann auch. Hast du das Gefühl, dass das ein bisschen die nötige Geduld, auch das nötige Vertrauen in diese Fahrer fehlt vielleicht? Ja, die Personalpolitik verstehe ich überhaupt nicht. Also wir erinnern uns ja daran, als Bradl und Bautista noch dafür gefahren sind, da gab es ja im September die Aussendung, dass Sam Lowes im übernächsten Jahr MotoGP fahren wird. Und dann war klar, in diesem Zwischenjahr zwischen Bradl und Bautista, schon vor Saisonstart, die beiden racen quasi um den letzten verbliebenen Sitz. Letzten Endes sind da beide rausgeflogen. aber auch diese Fluktuation des zweiten Bikes neben Aleix Espargaró, der ist jetzt mit Sam Lowes gefahren, der ist mit Andrea Iannone gefahren, der ist mit Scott Redding gefahren und fährt nächstes Jahr, wissen wir noch nicht, mit wem. Salvatore und Smith, die beiden Testfahrer, die sich da jetzt duellieren dürfen. Also ich verstehe auch diese Personalpolitik nicht. Vor allem, man hat ja dann auch immer wieder gesehen, um nochmal auf diese ganze Technik-Sache auch zurückzukommen, dass Aleix Espargaró immer alles bekommt und dann teilweise ja nicht einmal ein Teil ein zweites Mal produziert wurde, um das auch dem zweiten Fahrer zu geben. Scott Redding ist definitiv kein schlechter Motorradfahrer. Ich glaube, das hat er in der Superbike-WM in diesem Jahr eindrucksvoll bewiesen und ich bin überzeugt, dass der auch noch Superbike-Weltmeister wird. Denn Scott Redding finde ich einen richtig guten Fahrer und einen coolen Typen. Vor allem Andrea Iannones Klasse müssen wir auch nicht, über die brauchen wir auch nicht zu diskutieren und dennoch war das irgendwie nie möglich, da Kontinuität reinzubringen. Also Aprilia muss sich bei Aleix Espargaró bedanken, dass der da tatsächlich schon so lange jetzt die Fahnen hochhält und quasi die Konstante in dem Projekt ist, denn der zweite Sitz ist ein Schleudersitz, der Schleudersitz schlechthin. Das kann sich vielleicht ein kleines Privatteam leisten, das da immer wieder, wenn braucht, der Geld mitbringt, aber als Hersteller da jedes Jahr den zweiten Fahrer auszutauschen, also das spricht auch nicht für irgendwie eine gute Politik bei Aprilia. Aleix Espargaró ist Aprilia jetzt schon lange treu, aber hundertprozentig glücklich oder auch nur 50% glücklich, glaube ich, ist auch der nicht bei Aprilia. Also auch da gab es immer mal wieder größere Wutreden von ihm. Ich erinnere mich, letztes Jahr Misano war es, glaube ich, wo er gesagt hat, ja, also am Donnerstag die Medienrunde vor dem Rennwochenende, wo er gemeint hat, er ist schon ein bisschen fassungslos. Die Konkurrenz tanzt ja an, alle mit neuen Teilen, die Motorräder sehen komplett anders aus und der sitzt in der Box und das stinkgleiche Motorrad, wie er in Katar gefahren ist. Also auch der, so treu er ist, Aprilia, und so fleißig Aleix Espargaró auch ist, das ist ein wahnsinnig harter Arbeiter, das sieht man ja auch an seinen Trainingskilometern, die Abspur am Fahrrad, aber irgendwo reicht es dann auch dem mal irgendwann
verliert auch der die Nerven, ist natürlich auch meistens ein schlechter Ratgeber, wenn man sich da quasi von Wut oder Zorn dann mehr oder weniger schon leiten lassen muss auf der Aprilia. Die große Frage jetzt, was können wir erwarten 2021 von Aprilia? Kann es der große Fortschritt sein? Wie wirkt sich dieses spannende Duell, in das man da Bradley Smith und Lorenzo Salvatore über den Winter schickt, die sich quasi in den Testfahrten um den zweiten Platz matchen dürfen, müssen, wie auch immer man sehen will, ist das eine gute Grundlage für eine bessere oder sogar eine starke Saison 2021? Naja, alleine, dass so viele Fahrer abgesagt haben für dieses zweite Motorrad, muss uns ja skeptisch stimmen. Es ist April ja zwar hoch anzurechnen, dass man so lange die Loyalität zu Iannone gehalten hat und gesagt hat, wir warten dieses CAS-Urteil ab. Letzten Endes, wenn man so ein bisschen sich mit Dopingprozessen in anderen Sportarten beschäftigt, hätte einem schon klar sein müssen, dass so ein Einspruch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, dass er tatsächlich durchgeht und eine Sperre nachträglich wieder aufgehoben wird. Also das passiert nur ganz, ganz selten. Da muss man sich sehr gut verteidigen und die Protokolle, die veröffentlicht worden sind vom CAS, haben gezeigt, dass Iannone mit seinen Anwälten, so er denn welche hatte, muss man ganz ehrlich sagen, da, wenn man das alles so liest. Also das war natürlich grottenschlecht, so kann man vor einem juristischen Gremium nicht auftreten. Und dadurch haben sie sich einfach reinmanövriert, dass sie viel zu lange keine Nägel mit Köpfen gemacht haben und einen zweiten Mann geholt haben. Dann wollten sie in der Moto2 fischen, dort hat ein Besecki abgesagt, dort hat ein Joe Roberts gesagt, nein. Auch aus dem Grund, weil sie gesehen haben, was in den letzten Jahren passiert ist. Scott Redding musste seine Karriere danach beenden. Bradl war danach musste seine MotoGP-Karriere mehr oder weniger danach beenden. Für Lowe's war es dieses eine Jahr, der bekommt wahrscheinlich nie wieder eine zweite Chance. Also die Jungen haben auch gesehen, wenn ich da fahre, dann hauen mich die nach einem halben Jahr wieder, also informieren sie mich darüber, dass ich nächstes Jahr nicht mehr wünscht werde, muss ich erst wieder runter Moto2, dann schaue ich lieber, dass ich dort um Titel fahre und vielleicht zu einem besseren komme. Also das ist schon eine extreme Niederlage. Es hätten sich ja Leute angeboten. Cale Crutchlow hat sich angeboten, Jorge Lorenzo hat sich dann gegen Ende auch selber angeboten. Aber jetzt mit Salvatore und Smith, die eigentlich beide nur als Testfahrer engagiert sind und waren und vorgesehen waren, die jetzt als Einsatzfahrer dann da auch noch duellieren zu lassen, was auch wieder böses Blut reinbringt, weil einer wird dann der Testfahrer für den anderen, der unterlegen sein wird. Andererseits können sich die jetzt auch im Winter nicht auf die Tests, sie müssen ja Teile testen, sie müssen das Motorrad fertig machen, müssen aber auch schauen, dass sie schnell sind, fahren da jetzt vielleicht irgendwelche Qualifying-Abstimmungen, damit sie besser dastehen dann am Ende und vielleicht zwei Zehntel schneller sind als der andere, damit sie diesen Sitz bekommen. Also auch das ist für mich völlig unverständlich, aber zeigt, wie groß die Not bei Aprilia ist und dass auch die MotoGP-Community eigentlich ja, den Glauben verloren hat, dass Aprilia dann nächstes Jahr sonderlich große Sprünge machen wird. MotoGP-Community ist ein gutes Stichwort. Wie schaut es bei euch aus? Was traut ihr unseren italienischen Freunden von Aprilia 2021 zu? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wir sind sehr gespannt, wie ihr das Sorgenkind der MotoGP, wie wir es zu Beginn betitelt haben, wie ihr das seht fürs kommende Jahr. Ja, ansonsten bleibt uns natürlich noch zu sagen, gerne den Kanal abonnieren, gerne auch die Glocke läuten, dann verpasst ihr mit Sicherheit keine Videos mehr von uns. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn das Video gefallen hat. Ansonsten natürlich wie immer die Empfehlung, unser Printmagazin mit circa 40 Seiten Motorradsport, also da habt ihr genug Lesestoff über die Feiertage auch drinnen. Ansonsten natürlich unsere App für Android und iOS, wird euch auch da nicht langweilig und ich glaube, so könnt ihr dann auch die Winterpause jetzt bis Februar, März ganz gut überstehen. Bis zum nächsten Video wünschen wir euch viel Spaß, viel Freude mit unserem Angebot und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.